Das Wetter ist recht gut geraten, der Kirchturm träumt vom lieben Gott, die Stadt riecht ganz und gar nach Braten und auch ein bisschen nach Kompott. Am Sonntag darf man lange schlafen, die Gassen sind so gut wie leer. Zwei alte Tanten, die sich trafen, bestreiten ganz alleine den Verkehr. Sie führen wieder mal die alten Gespräche, denn das hält gesund. Die Fenster gähnen sanft und halten sich die Gardinen vor den Mund. Der neue Herr Provisor lauert auf sein gestärktes Oberhemd. Er flucht, weil es so lange dauert. Man merkt daran, er ist hier fremd. Wir will den Gottesdienst besuchen, denn das erheischt die Tradition. Die Stadt ist klein, man soll nicht fluchen, Pauline brennt das Hemd ja schon. Die Stunden machen kleine Schritte und heben ihre Füße kaum. Die Langeweile macht Visite, die Tanten flüstern über Dritte. Und drüben auf des Marktes Mitte schnarcht leise der Kastanienbaum.